mit der Brille. Auch cool bleiben will gelernt sein. Das war jetzt diplomatisch. Wenn wir dann die Sachen abends auswerten und ich sag, ja, und war das ein schöner Tag heute? Ja, ich hab niemanden angebrüllt und die haben alles das gemacht, was ich, ne, so, ich siehste, geht doch. Man muss doch nicht immer gleich so aus der Haut fahren. Bernd und Gudrun haben sich hier inzwischen eingerichtet, in einem neu erbauten Blockhaus. Jetzt leben sie schon fast 3 Monate in Russland. Heimweh kommt immer dann auf, wenn das einzige Telefon im Ort zur verabredeten Zeit klingelt. Ja, hallo? 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 Hallo, Schwesterchen? Alles wartet schon auf dich hier. Mann, ey. Das war ein harter Tag heute. Was macht eigentlich unser Hundchen da, unser Kleiner? Es ist hier eine völlig andere Welt. Es ist absolut ruhig hier. Wir haben kein Fernsehen mehr. Wir haben nur noch eine völlig andere Kommunikation. Ja, und wir haben den Stress mit den Leuten, mit den Widrigkeiten, mit der Unorganisiertheit. Ja gut, das ist eine völlig neue Erfahrung, weil das ständig jeden Tag vorhanden ist. Ansonsten sind wir richtig müde am Abend. Wir fallen ins Bett und schlafen richtig, haben keine Schlafprobleme mehr. Viele Nachbarn gibt es nicht. Hallo. Und nur manchmal hat Gudrun Zeit für einen Plausch mit Gegenüber. Besuch bei Antonina Petrovna. Sie versteht sich gut mit ihren neuen deutschen Nachbarn und zeigt gerne ihren ganzen Stolz, den eigenen Garten. Mit den Erträgen bessert sie ihre bescheidene Rente auf. Und für Nachbarin Gudrun hat sie immer ein kleines Geschenk. Leider nur eine Sommerbekanntschaft. Denn den russischen Winter wird Antonina in der Stadt verbringen. Hier ist es ihr zu kalt. Das Leben in Russland ist für die beiden billiger als in Deutschland. Zudem verdient Bernd auch deutlich mehr als bislang zu Hause. Einmal pro Woche geht es zum Einkaufen in das Dorf Kolischewa. Weil ich Kolischewa, heißt das so? Kolischewa. Kolischewa? Kolischewa. Kolischewa noch überhaupt gar nicht kenne. Nehme ich so heute mal mit? Ja, darf ich heute mal mitfahren. Wir machen eine Arbeitseinteilung. Sie kauft ein und ich bezahle. Gut. Und ich fahre. Ja, am besten du hältst dich da raus. Genau. Der Tante-Emma-Laden im nächsten Dorf ist über 10 Kilometer entfernt. Der Biobauernhof liegt gut versteckt in tiefer russischer Einsamkeit. Der abgeschiedene Ort ist bewusst gewählt. Nur so kann alles ungestört wachsen und gedeihen, wie Bernd meint. Eine halbe Stunde und mehrere hundert Schlaglöcher später sind sie da, in Kolischewa. Der Laden ist die zentrale Informationsstelle. Die Deutschen und ihr Unternehmen sind hier keine Unbekannten mehr. Doch noch immer sorgt ihr Auftauchen für überraschte Blicke. Da sind wir.